In diesem Beitrag geht es um den gut tausendjährigen Märchenwald, ein Gebiet zwischen Kassel und Göttingen, in dem die Gebrüder Grimm tätig waren und auch jene Erzählungen gesammelt haben, die heute als Grimms Märchen weltweit bekannt sind. Weniger bekannt ist, dass es sich dabei um eine der wenigen noch erhaltenen großen Waldgebiete in Deutschland handelt. Man hört auch nicht viel davon in den Medien, welche Großprojekte hier im Reinhardswald, Bramwald und dem Kaufunger Wald jetzt umgesetzt werden sollen, ja teilweise sogar schon umgesetzt werden. Veröffentlichungen dazu sind in der Beschreibung unter dem Video verlinkt. Es soll hier keine Diskussion über Energiepolitik werden, welche Technologien oder Parteien nun besser oder schlechter sind. Ich möchte euch lieber Bilder vom Märchenwald zeigen und so einen Einblick eröffnen, worum es überhaupt geht. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und fange mal mit dem bekanntesten Ausflugsziel im Reinhardswald an, dem Dornröschenschloss. Die Geschichte von der Prinzessin, die durch den Fluch der vergessenen 13. Fee mitsamt dem ganzen Hof in einen tiefen Schlaf gefallen ist, rankt sich um dieses Gemäuer hier, die Saberburg. Gleich daneben liegt der Tierpark Saberburg. Auf dem Weg dorthin erinnert ein Plakat an den geplanten Windindustriepark, doch mehr dazu später. Der Tierpark hier ist wirklich eine Besonderheit, nicht nur weil er zu den ältesten zoologischen Einrichtungen von Europa gehört und voll mit richtig alten Bäumen ist, sondern auch weil hier in großzügig angelegten Freigehegen für viele vom Aussterben bedrohte Tiere eine artgerechte Unterbringung angestrebt wird. Einer dieser Bewohner ist das Wisent. Es ist eine europäische Bisonart und nachdem es nur noch um die 50 Tiere gab, konnte dieses Waldrind gerade noch rechtzeitig vor der Ausrottung gerettet werden. Der Park ist einer der wenigen Orte, wo sie heute noch grasen dürfen. Irgendwie schon echt auch traurig, dass scheinbar mehr Interesse besteht, Waldgebiete für die Installation von Windkraftanlagen zuzubetonieren und gar nicht der Gedanke aufzukommen scheint, den eigentlichen Waldbewohnern vielleicht etwas mehr Überlebensraum zu bieten. Das Wisent ist da nicht alleine. Neben anderen seltenen Wildtieren, deren Lebensraum ja eigentlich nicht ein Park, sondern unsere Wälder sind, wie der Luchs, der weiße Hirsch oder die schwarzen Raben, beinhaltet das Gelände auch einen Archipark. Hier befinden sich alte Haus- und Nutztierarten, die aufgrund der modernen Landwirtschaft unbedeutend geworden sind und daher vom Aussterben bedroht. Von einer Waldziege hatte ich bisher noch nie gehört, und natürlich gibt es auch Rinder, die Freude an Bewegung haben. Das Wollschwein erinnert daran, dass ein Tier ja eigentlich auch wie ein Biotop ist und eine Art lebendiges Insektenhotel sein kann. Über die Bedeutung und den Wert der Arterhaltung lässt sich sicher noch vieles mehr sagen. Letztendlich hat sich mir dabei die Frage gestellt, was wohl der artgerechte Lebensraum des Menschen sein könnte. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich in Einkaufspassagen, Supermärkten oder gleich im Online-Shopping vom Schreibtisch aus wirklich so richtig wohlfühlen können. Oder ob hier nicht grundlegend etwas sonderbar läuft. Ihr wisst schon, die Idee, dass man Geld doch gar nicht essen kann. Tja, gehen wir erstmal weiter vom Tierpark in ein anderes Schutzgebiet bei der Saberburg, den Urwald. Es ist zwar kein ursprünglicher Wald in diesem Sinne, aber doch ein sehr alter Hutewald, der hier der Natur überlassen und bereits seit 1907 unter Schutz gestellt ist. Heute ist das Gelände ein Biotop. Es wird aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Pflanzenarten geschätzt. Auch stehen hier noch richtig alte Baumgiganten. Ihr knorriger Wuchs ist eine Seltenheit und so zieht es viele Besucher in den Urwald. Es gibt hier Führungen, wo man sicher mehr zur Geschichte oder auch über die Flora und Fauna erfahren kann. Aber eigentlich erzählen schon die Bäume selbst ihre Geschichte, in die der aufmerksame Beobachter eintauchen kann.
Sie erinnern daran, dass ein Spaziergang im Grünen nicht einem Spaziergang im Grünen gleicht. Wer einmal auf seine Gedanken, Gefühle und allgemein die Stimmung achtet, die sich in verschiedenen Umgebungen einstellt, kann leicht spüren, dass es einen Unterschied macht, ob man sich in einem mit Liebe angelegten Garten oder durch eine industrielle Wirtschaftspflanzung bewegt. So hat auch ein der Natur überlassener Freiwuchs seinen eigenen Charakter. Die skurrilen Formen regen die Fantasie an und inspirieren zu unterschiedlichsten Gedanken. Gerade in einer formenreichen und lebendigen Umgebung wird auch das eigene kreative Potenzial entsprechend angesprochen, was allgemein zur Entwicklung von Lösungsansätzen förderlich ist und in unterschiedlichsten Lebenslagen hilfreich sein kann. Mit weniger als einem Quadratkilometer ist das Gelände des Urwalds leider sehr klein. Aber auch außerhalb dieses Biotops gibt es in dieser Region noch sehr alte Bäume. So beinhaltet der Friedwald hier im Reinhardswald ebenfalls einen alten Hutewald. Er ist außerdem der erste Bestattungswald Deutschlands. Und aus Respekt vor der letzten Ruhestätte gibt es dazu hier keine Bilder. Stattdessen möchte ich daran erinnern, dass ein Bestattungsplatz, ein Biotop oder ein Tierpark nicht den normalen Wald ersetzen kann, sondern eher eine Art Denkmal innerhalb der Natur ist. Warum es Einwände gegen Windräder im Märchenwald gibt, wird verständlich, wenn man die Entwicklung im Frau-Holle-Land betrachtet. Dieser Geonaturpark liegt im Kaufunger Wald. Ein Mischwald, der mit seinem alten Baumbestand ein natürlicher Lebensraum für viele Tiere ist, darunter auch seltene Arten wie der rote Milan oben in den Lüften und die Biber unten am Fluss. Von Wanderern wird er geschätzt, weil man hier auf urigen Waldwegen viele Spaziergänge unternehmen kann. Ein beliebtes Ausflugsziel im Frau-Holle-Land ist die als Naturdenkmal ausgewiesene Basaltkuppe Bilstein. Dort befindet sich ein Aussichtsturm und die Bilsteinhütte, ein kleines Gasthaus mitten im Wald, das Wert auf Tradition legt und den Besucher noch wie vor über 100 Jahren auch ohne Strom bewirtet. Urig soll es sein. Doch inzwischen hat sich die Landschaft ringsum verändert. Die Gaststätte befindet sich inmitten von Windrädern. Und natürlich wirkt sich dies auch auf den Wald aus und die Stimmung auf den Wanderwegen. So sind neben den zahlreichen Rückewegen auch Schneisen geschlagen, die zum Transport der großen Windradbauteile notwendig sind. Eine solche Eingriffnahme wirkt sich zudem auf die Klassifizierung eines Gebietes aus, sodass damit die Durchführung weiterer Maßnahmen wie unterschiedliche Bauvorhaben erleichtert wird. Von dem ursprünglichen alten Wald ist hier nicht mehr viel zu sehen. Artenvielfalt und der natürliche Lebensraum bedrohter Tiere scheint keine Rolle mehr zu spielen. Doch es geht nicht nur um die Tierwelt, sondern natürlich auch um unsere eigenen Erholungsgebiete, die letzten Rückzugsorte von den durch Stress geprägten Anforderungen des modernen Alltags. Die Wälder schenken uns Luft zum Atmen, sind wichtig für die Zirkulation des Wassers und allgemein zur Regulierung des Klimas. Mir ist völlig unverständlich, aus welchem Grund auch immer der Märchenwald weiter zerstört werden soll. Dieser Windindustriepark hier ist ja erst der Anfang. Das heißt nicht, dass ich Kernkraft oder Kohleabbau besser finde. Die Frage ist vielmehr, ob wir überhaupt so viel Strom brauchen, den ganzen Elektrosmog und die unterschiedlichen Frequenzen, mit denen wir ja schon fast wie in einem Mikrowellenherd leben. Brauchen wir die ganze Lichtverschwendung, ein Umfeld aus flackernden Leuchtreklamen, wo man ohnehin nachts schon kaum noch Sterne sehen kann? Sind wir bereits so verblendet, dass der Wert eines normalen Waldes nicht mehr gesehen werden kann? Und die Bedeutung von zusammenhängenden Waldgebieten nicht erkannt wird?
Inwiefern sind wir überhaupt noch mit unserem natürlichen Lebensraum verbunden und befinden uns nicht schon auf rein imaginären Wegen in einer virtuellen Realität? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber manchmal ist weniger auch wirklich mehr. Na, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Erhalt des Märchenwaldes am Herzen liegt, kannst du diesen Beitrag gerne teilen. Weitere Informationen bieten die Seiten rettetdenreinhardswald.de und kaufungerwald.de. Alles Gute und tschüss.